Aber es gibt natürlich auch viele, die physisch anwesend sein müssen dort, wo sie arbeiten. Das gilt auch bei uns. Unsere Werkstattmitarbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht einfach den Bus sich in den Vorgarten stellen. Also das heißt, sie kommen in die Werkstatt und arbeiten dort an den Fahrzeugen. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Die können auch ihre Patienten nicht mit nach Hause nehmen und gucken, ob sie dort ein Intensivbett aufbauen. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Herzlich willkommen zum Podcast Chefgespräch der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Christian Schlesiger, ich leite das Ressort Unternehmen und vertrete heute Chefredakteur Beat Balzli. Und ich begrüße gleich an dieser Stelle eine ausgewiesene Expertin für Mobilität, Eva Kreienkamp. Eva Kreienkamp hat viele Jahre lang den privaten Zugbetreiber Hamburg-Köln Express aufgebaut. Sie war 5 Jahre lang Co-Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft und ist seit Oktober vergangenen Jahres Chefin des größten Nahverkehrsunternehmens in Deutschland, die Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Frau Kreienkamp, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich auf das Gespräch. 2020 war ein hartes Jahr für alle. Auch für die BVG, ein Drittel weniger Fahrgäste. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal Bus, U-Bahn oder Straßenbahn gefahren? Heute früh. Ich fahre jeden Tag, weil ich ja irgendwie auch zu meiner Arbeitsstätte komme und wir natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele, die zu ihren Arbeitsplätzen müssen und deswegen komme ich auch zu meinem Arbeitsplatz. Und wenn Sie dann mal so schauen, wie viele Leute sind da eigentlich unterwegs, wie groß ist die Auslastung, das muss Sie doch irgendwie auch, das muss Ihnen doch auch wehtun, ne? So wenig Leute, wie gerade unterwegs sind. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, natürlich auf der Einnahmenseite und auf der Fahrgastfrequenzseite. Das ist katastrophal. Also da wünsche ich mir viel, 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 viel mehr. Aber auf der Komfortseite ist es im Augenblick eine wirklich gute Zeit, öffentlich zu fahren, weil man kriegt immer einen Sitzplatz und man hat ein wirklich gutes Fahrerlebnis. Ja, das könnte ja in Zukunft auch so bleiben. Stichwort hybrides Arbeiten. Also wenn das alles mal so vorbei ist mit der Corona-Krise, dann tendieren die Arbeitgeber jetzt schon zu so einem Hybrid, also Präsenz und Homeoffice. Was bedeutet das für den Berliner Nahverkehr? Was erwarten Sie? Also wir beschäftigen uns damit natürlich auch ziemlich intensiv. Wie wird das Wohnen und das Leben und die Anlässe für Mobilität in der Zukunft sein. Und das ist ja alles noch nicht so ganz ausgemacht. Es wird natürlich Menschen geben, die können hybrid arbeiten und die werden das auch machen wollen, weil es ihnen Spaß macht, ein bisschen zu Hause zu arbeiten und auch ein bisschen ins Büro zu kommen. Dann eben auch zu schauen, was ist eigentlich der Grund, warum man ins Büro kommt. Es braucht aber auch eine Voraussetzung dafür, dass man zu Hause arbeiten kann. Also könnte es auch durchaus sein, dass man in so eine Welt von Coworking Spaces hineinkommt. Aber es gibt natürlich auch viele, die physisch anwesend sein müssen dort, wo sie arbeiten. Das gilt auch bei uns. Unsere Werkstattmitarbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht einfach den Bus sich in den Vorgarten stellen. Also das heißt, sie kommen in die Werkstatt und arbeiten dort an den Fahrzeugen. Und es geht auch schlicht und ergreifend nicht anders. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Die können auch ihre Patienten nicht mit nach Hause nehmen und gucken, ob sie dort ein Intensivbett aufbauen. Also müssen wir auch ein bisschen hingucken, was es eigentlich für Arbeitsverhältnisse gibt und wo die sind und wie sich das entwickelt. Und das andere ist, wie wird sich denn auch Freizeitverkehr entwickeln? Und vielleicht haben wir andere Formen von Quality Time und werden diese Quality Time auch mit Mobilitätsanlässen tatsächlich wieder füllen. Und darauf hoffen wir natürlich auch.
Corona hat ja wahrscheinlich massiv auf die Zahl der Monats- oder Jahresabos gedrückt. Wie viele Menschen haben eigentlich bei der BVG dann ihr Abo gekündigt in der letzten Zeit? Also wir haben ja Abos, die laufen ein Jahr und man kriegt ja dann Freimonate und alle die auf ihre Freimonate gewartet haben, haben natürlich auch bis zum Ende gewartet und insgesamt waren sie uns im letzten Jahr sehr treu. Jetzt geht nur die Pandemie in den 15. Monat und dann gibt es natürlich manche, die sagen, also das lohnt sich für mich wirklich nicht. Ich nutze die Karte nicht, ich nutze das Abo nicht und die kündigen. Und da sind wir jetzt gerade so bei ungefähr 50.000 bis 60.000, die gekündigt haben. Wir hoffen, dass wir einen Teil davon wieder zurückbekommen, weil sich eben, ne, wie vorhin schon gesagt, bei denen die Fahrtanlässe wieder anders gestalten und auch mehr gestalten und sie dann einfach ihren gewohnten Komfort, den sie auch durchs Abo haben, wiederholen. 50.000, 60.000 Kündiger, wie viel ist das so prozentual zu der gesamten Abo-Quote? Also man kann ungefähr rechnen 15%. Wie wollen Sie denn da gegensteuern? Haben Sie auch neue Tickets im Anstieg sozusagen, also Homeoffice-Tickets oder also eben Tickets, die den Leuten im Homeoffice oder einfach ja die anders arbeiten, anders leben werden, die denen da entgegenkommen? Ja, das ist unser erklärtes Ziel, dass wir anfangen, auch andere Tarifmodelle auszuprobieren. Wir sind ja in einem Verkehrsverbund, wie die meisten Verkehrsunternehmen in Verkehrsverbünden sind. Und das ist natürlich ein intensives Austarieren, weil die Unternehmen in den Verkehrsverbünden sehr unterschiedliche Strukturen haben, sehr unterschiedliche Arten von Fahrgästen haben. Wir haben als BVG natürlich alles und sind damit dann auch sehr viel mehr daran orientiert, auch Sachen wirklich ausprobieren zu wollen. Ein Thema hatten Sie jetzt gerade schon erwähnt, Homeoffice-Ticket. Da sind wir noch am Überlegen, was ist denn da wirklich ein guter Name für. Die Idee dazu ist, Kontingente auch zur Verfügung zu stellen. Sie kennen vielleicht die Vier-Fahrten-Karte, die wir anbieten. Wir haben auch Tageskarten und jetzt würden wir Kontingente anbieten, die Tageskarten sind, die kauft man dann fährt die quasi ab, ähnlich wie ein Abo und dann gibt's halt eine beschränkte Gültigkeit, also dass man nicht meinetwegen, weiß ich nicht, 12 Fahrten kauft und die haben dann für immer Gültigkeit, sondern das würde sich dann auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg nur Gültigkeit haben, weil dann muss ich mir ein bisschen überlegen, wann fahre ich ins Büro, wann fahre ich meinetwegen in ein freizeitorientiertes Programm und kann dann diese Fahrten abfahren. Die andere Möglichkeit, an der wir arbeiten, ist sowas wie eine Bahncard, Rabattkarte, wie auch immer man das nennen möchte, so dass man so eine Art Flatrate vorneweg bezahlt und dann wesentlich preiswerter die Einzelfahrkarten bekommt. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit, in diesem Zwischenraum zwischen Einzelfahrkarten und den Abos etwas anzubieten. Das sind die Diskussionen, die wir gerade führen. Wir sind mit den verschiedensten, die auch für uns mitverantwortlich sind, dazu im Gespräch und hoffen, dass wir dazu auch in diesem Jahr gute Lösungen anbieten können. Okay. Jetzt könnte man ja glauben, okay, also irgendwann ist die Pandemie ja hoffentlich vorbei, irgendwann sind die Leute durchgeimpft, irgendwann kommt das normale Leben wieder zurück. Jetzt stelle ich mir selber so ein bisschen die Situation vor, ich sitze im Bus, es ist voll wie früher, das Wasser, das Kondenswasser rinnt von den Fenstern runter. Jetzt gibt es ja quasi 80 Millionen Aerosolexperten in Deutschland. Wie wollen Sie diese Leute und mich auch überzeugen, dass Bus und Bahn irgendwie die schönste Bewegungsart der Welt ist?
Also das erste ist natürlich nochmal die Frage, was ist denn normales Leben? Das ist ja sehr unterschiedlich definiert von unterschiedlichen Menschen und damit werden wir uns auch beschäftigen, was das eigentlich heißt. Wer fährt mit uns und wie wollen wir die Einzelnen von uns überzeugen? Und die Forschung dazu gibt es ja auch schon jetzt. Die TU hat sich in Deutschland, glaube ich, zusammen mit der Charité zu den obersten Aerosolforschern aufgeschwungen. Und wir kennen jetzt dazu die verschiedensten Ergebnisse. Und die wesentlichen Ergebnisse sind Lüften. Haben wir auch schon gelernt, ist echt gut. Das gilt auch in unseren Fahrzeugen. Und je mehr wir lüften und je häufiger wir die Türen aufmachen, was wir ja tun, weil wir es ziemlich oft tun, dadurch, dass wir halten, ist ein wirklich wesentlicher Luftaustausch immer gegeben. Also es gibt gar nicht genügend Zeit, um Aerosolverdichtung hinzubekommen. Das interessiert natürlich unsere Fahrgäste nur in Maßen, weil sie ja jetzt auch genau das gelernt haben, was sie gerade gesagt haben. Aber wir gucken uns das auch an, was passiert denn dort, wo die Pandemie schon wesentlich weiter überwunden ist. Und in Asien zum Beispiel ist Ridership wieder bei ungefähr 90% und damit sind die Fahrzeuge auch wieder relativ voll und das wird auch einfach wieder gemacht. Wahrscheinlich wird ein Teil der Antwort sein, noch eine Weile länger Masken zu tragen, um sich dann auch selber zu schützen und diesen eigenen dieses eigene Sicherheitsgefühl noch ein bisschen weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Gleichwohl wollen wir ja, und das ist, glaube ich, der zweite Teil der Antwort, über Mobilitätswende ja auch insgesamt mehr investieren und auch unser Angebot noch weiter erweitern, damit wir häufigere Taktzahlen kriegen oder neue Straßenbahn- oder U-Bahn-Linien bekommen und damit ja auch einen Teil der Entspannung in gewisser Weise geben, weil die Zeit vor Corona ja auch nicht mehr so war, dass es irgendjemandem Spaß gemacht hat. Hm. Sehen Sie denn jetzt die Alternativen Rad, Auto, Carsharing, Taxi, sind das aus Ihrer Sicht dann eher Partner oder sehen Sie die eher auch als Konkurrenz zum Nahverkehr, die für Leute, die dann eben kein Ticket für die BVG bezahlen. Also wie schätzen Sie das ein? Also insgesamt sind die von Ihnen genannten ja auch zum großen Teil Bestandteil des Umweltverbundes. Und den gilt es ja insgesamt weiter zu fördern und auszubauen. Im Sinne der Klimadebatte ist jeder Fahrradfahrer, jede Fahrradfahrerin genauso wertvoll wie jede ÖPNV-Nutzerin. Und da wollen wir auch, glaube ich, gesamtgesellschaftlich hin. Und es geht dann darum, das in guten Kombinationen hinzubekommen und in guten intermodalen, durchlässigen Ticketing und auch Fahrerlebnisse. Und da wollen wir auch wirklich unseren Beitrag zu leisten, damit es im Prinzip so einfach ist, in irgendeiner Form öffentlich geshared und umweltverbundmäßig unterwegs zu sein, dass es gar keine Frage mehr ist, was ich da tue. Das Rad ist sicherlich natürlich eher ein Partner, das stimmt schon, aber das Auto hatte ich auch angesprochen. Ich beobachte bei mir im Bekanntenkreis schon die Tendenz dann auch vermehrt das eigene Auto zu benutzen. Inwieweit glauben Sie, dass das Auto jetzt wieder an mehr an Bedeutung gewinnt, auch für den innerstädtischen Nahverkehr? Es gibt ja diesen schönen Werbespruch von der BVG, weil wir dich lieben. Müsste das nicht dann irgendwann auch in Zukunft heißen, weil wir dich brauchen? Also wir bleiben bei, weil wir dich lieben und
Natürlich muss man sich über das Auto Gedanken machen. Nur letztlich sind wir auch da wieder in der gleichen Diskussion wie vorher. Was wollen wir gesamtgesellschaftlich erreichen? Wir haben jetzt eine Klimaschutzdebatte, die wieder erfreulicherweise an Fahrt aufgenommen hat, vor allem auch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch deutlich gemacht hat, so leicht kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Und dabei sind wir nach wie vor ein Teil der Lösung, weil alles das, was wir an Verkehr vermeiden, weil die Menschen mit uns fahren, ist natürlich auch das, was wir brauchen, um CO2 zu reduzieren. Und die Beobachtung, dass jetzt im Augenblick mehr Auto gefahren wird, liegt einfach auch daran, dass wir eben diese Pandemie haben. Aber insgesamt ist der Verkehr geringer. Wenn wir wieder auf ein Level kommen wie vorher, stehen ja alle wieder fröhlich gemeinsam im Stau. Und dann ist natürlich eine Frage, habe ich ein schön genuges Auto, um da entspannt im Stau zu stehen? Oder komme ich nicht zurück zu meinen ursprünglichen Verhaltensweisen und überlege das nochmal? Der Nahverkehr ist ja Zuschussgeschäft, deswegen sind ja die Einnahmen auch so extrem wichtig, damit dann eben der Zuschuss der staatliche Zuschuss nicht zu groß wird. Wann rechnen Sie eigentlich damit, dass die BVG wieder da ist, wo sie vor der Corona-Krise war, also sprich auf dem Niveau 100%? Also ich mache dazu keine Prognosen. Es ist unsere Aufgabe, von der jetzigen Situation loszulaufen und das als eine neue Basisaufgabe zu sehen, dass wir Fahrgäste gewinnen. Und zu denken, dass wir einfach in dem Jahr 2019 uns wiederfinden mit den entsprechenden Zahlen, das halte ich für illusorisch, weil die Gesamtsituation sich völlig verändert hat. Also haben wir auch eine andere Herausforderung. Wir werden andere Menschen auch mit ansprechen müssen, die mit uns fahren, weil sie möglicherweise auch ein anderes Qualitätsempfinden haben. Und dafür werden wir auch als Unternehmen uns weiterentwickeln müssen, was eben diese Standards angeht, in Richtung Qualität, in Richtung Sauberkeit, in Richtung Ansehnlichkeit der Fahrzeuge, in Richtung Komfort. Und das sind Dinge, die wir ja auch tun. Wir bekommen eine ziemlich neue Flotte insgesamt, wenn man sich die nächsten 5 bis 10 Jahre anschaut. Wir wechseln auf Elektromobilität. Wir haben eine große Straßenbahnausschreibung jetzt gemacht. Wir haben eine riesige U-Bahn-Flotte, die wir erneuern werden. Und damit haben wir natürlich auch ein ganz anderes Fahrgefühl und Fahrempfinden und können auch andere ansprechen, die vielleicht vorher gesagt haben, ich möchte nicht so gerne öffentlich fahren, weil es mir auch nicht wirklich so richtig gut taugt. Die BVG hat ja, ich glaube, rund 15.000 Mitarbeiter. Wenn man so will, ist es ein großer Konzern. Sie haben die BVG übernommen in einer Zeit, wo Deutschland mitten in der Krise steckte, nämlich im Oktober 2020. Wie haben Sie eigentlich die BVG in dieser Zeit oder seit dieser Zeit geführt? Das sind jetzt 7, 8 Monate. Beschreiben Sie Ihren Führungsstil? Homeoffice geht da ja nicht. Also die erste Zeit war natürlich vor allem auch davon geprägt, überhaupt die BVG kennenzulernen. Und die BVG mit ihren 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Riesenladen, ist einer der größten Arbeitgeber in Berlin und ist in gewisser Weise dezentral organisiert. Und in einer Pandemie trotzdem Betriebshöfe zu besuchen, das zu organisieren und und damit auch zu sehen, wie eigentlich das Unternehmen tickt, das war eine große Herausforderung. Und das wollte ich aber auch natürlich haben, weil sonst kann ich nicht mitreden. Dann weiß ich nicht, wie es ist. Also nur schön aus meinem Zimmer rauszugucken und auf die Janowitzbrücke zu schauen, hilft einfach nicht bei dem Begreifen, was das eigentlich für ein Unternehmen ist und wie es tickt. Und es ist ein
ist ein sehr, sehr intrinsisch motiviertes Unternehmen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was sie tun und warum sie das tun. Das ist ein wahnsinnig großer Wert, der manch anderer durch große Purpose-Diskussionen erstmal hinbringen muss. Die braucht man hier nicht führen, weil alle wissen, was sie für Berlin sind und was sie für Berlin tun, nämlich ein echtes Rückgrat der Mobilität zu sein. Auf dieser Basis geht auch ziemlich viel. Und es gibt eine große Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und zu gestalten. Gerade in dieser Krise ist das sehr deutlich geworden. Also, ne, wie gehen wir damit um, dass unsere Fahrerinnen und Fahrer gerade in den Bussen ja auch offen waren. Also war dann die Antwort, damit wir den Verkehr wirklich weiter machen können, schützen wir sie sehr schnell durch Planen und fahren aber dann auch durch. All diese Dinge gehören wirklich dazu, dass die BVG gut funktioniert. Und jetzt kommen wir eben an die Stelle, was müssen wir tun, um noch besser zu werden. Und noch besser heißt, wir haben ein paar Initiativen gestartet. Eine davon heißt von gut zu richtig gut. Und das soll auch ein bisschen das ausdrücken, wo wir hinkommen. Das sind Themen, die stärker in Richtung kontinuierlich Verbesserungsprozesse gehen und vor allem auch interdisziplinär miteinander arbeiten und dann auch lernen. Also manchmal hat man ja so, wenn man eine Sache längere Zeit macht, so blinde Flecken, weil man hat es dann schon auch recht lange gemacht. Und dann kann es auch gut sein, wenn in Dialog gegangen wird mit solchen, die sich vielleicht auch dazu Gedanken gemacht haben, und mal zu schauen, was geht denn, ne? Was geht besser? Und dazu haben wir wirklich sehr viele unterschiedliche Initiativen gestartet. Wir sind jetzt Wo hat denn der Berliner Nahverkehr seine blinden Flecken? Also ne, Sauberkeit hatten wir ja gerade schon mal. Da gibt es auf jeden Fall Themen. Dann gibt es auch Themen wie können denn eigentlich Erkenntnisse, die ein Bereich hat, auf andere Bereiche übertragen werden? Also wir sind ja noch recht nach Fahrzeugarten ausgerichtet, also U-Bahn, Straßenbahn, Bus. Und da drin gibt es wirklich viele fähige Menschen. Und dann hat meinetwegen die Straßenbahn schon sich was ausgedacht, was gut ist. Der Bus weiß davon nichts. Und wie kriegen wir das hin, dass wir diese Lernleistung interdisziplinärer miteinander verweben? Wir haben zum Beispiel Digitalisierungsansätze über AFID-Chips in der U-Bahn-Hauptwerkstatt. Da sehen wir dann, können wir nachverfolgen die Abläufe in einer Hauptuntersuchung. Das kann durchaus auch für die Straßenbahn interessant sein. Und um das miteinander verbinden zu können, braucht man interdisziplinäre Gruppen, die voneinander lernen können. Und das ist auch das, worum es mir geht, dass es wirklich eine lernende und prozessorientiertere Unternehmung wird, als sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist. Nimmt man sie da eigentlich ernst als neue Chefin, die eigentlich ja den Kontakt zu den Mitarbeitern nicht richtig haben kann? Also sie haben gesagt, sie besuchen hier und da mal die Instandhaltung, sind in den Werken unterwegs, das ist alles nachvollziehbar, aber so schon allein auf den Fluren bleibt ja wahrscheinlich der Kontakt irgendwie so ein bisschen hängen. Also wie gehen Sie da vor? Also jede Form von Dialog ist ein für mich wichtiger Dialog. Und natürlich ist es so, dass gerade jetzt
Dialog nicht immer nur persönlich gehen kann. Aber ich versuche auch da so viel wie möglich hinzubekommen. Und dann sind es halt kleinere Besuche in den Betriebshöfen. Also ne, dann ist es keine Großgruppe, sondern es sind kleinere Gruppen, aber dafür vielleicht qualifiziertere Gespräche, ne? Das ist ja dann die Alternative dazu. Das heißt, es kann mehr in die Tiefe gegangen werden und dazu gibt es durchaus positive Resonanz. Was ich auch versuche, ist eben über unterschiedliche Medien auch mich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden zu können. Und zwar nicht nur intern, da haben wir auch natürlich Formate in Form von Videobeiträgen oder in Form von internen Intranet-Beiträgen. Und wir haben eine App, die heißt Profil-App, wo wirklich auch Dialog geführt werden kann. Aber auch durch andere, also durch andere Medien, weil manche erreicht man nicht dadurch, aber die erreicht man durch Spreeradio. Ich hatte auch gehört, Sie spazieren auch oft mit den Kollegen. Sie machen Management by Walking sozusagen. Ist das so? Ich würde gerne mehr davon machen. Der Berliner Winter ist jetzt nicht so, dass irgendjemand wirklich große Lust hat, mit mir spazieren zu gehen. Aber das sind genau die Sachen, die wir auch wieder verstärkter, wenn das Wetter besser wird, auch machen wollen. Wir wollen auch versuchen, unsere, sagen wir mal, Weiterentwicklungs-Workshops, die wir ja auch machen, auch mehr draußen zu machen, damit die Menschen draußen in Kontakt kommen können und sie nicht immer nur isoliert an irgendwelchen Bildschirmen sitzen und versuchen dann über digitale Formate auch Workshops zu machen, weil es auf die Dauer auch ermüdend ist. Mhm. Heute ist allerdings kein guter Tag für Spaziergänge. Ja, das stimmt. Sie setzen sich seit vielen Jahren für Diversität und Vielfalt im Job ein. Sie sind ja bei der BVG auch nicht die erste Chefin. Ihre Vorgängerin war, es gab eine Vorgängerin auch schon. Die Frauenquote an sich ist aber bei der BVG, glaube ich, weit unter 30%. Also ich meine, das kann Ihnen nicht gefallen, oder? Die Frauenquote ist tatsächlich bei ungefähr 20%. Wir haben auf der Führungsebene immerhin 25%. Das ist also schon überproportional mehr als in der Mitarbeiterschaft. Und nein, das gefällt mir nicht. Und da kommen wir natürlich in eine Diskussion, die sehr stark auch in Richtung Geschlechterstereotypen geht, in Geschlechter Auswahl von Beruf. Und noch sind wir in einer Welt, wo speziell auch im Westen der Republik wahrscheinlich Mechatronikerin an einem Dieselbus nicht das ist, was von Eltern unbedingt unterstützt wird bei der Berufswahl. Umgekehrt haben wir das ja auch in den pflegerischen Bereichen, dass häufig junge Männer nicht so intensiv dazu gedrängt werden, sich doch in Care Berufe hineinzubegeben. Und ich glaube, da müssen wir an den verschiedensten Stellen anfangen. Wir sind aber als Unternehmen nach wie vor sehr dran am Thema. Wir hatten jetzt vor kurzem eine große Straßenbahnfahrerinnen-Recruiting-Veranstaltung, die digital war, wo wir 200 Frauen tatsächlich ansprechen konnten, die sich dann mit uns digital getroffen haben, wir mit ihnen auch Q&As gemacht haben, wirklich in den Dialog getreten sind und, wenn ich das richtig verstanden habe, wir auch 50% derer, die da waren, zumindest zu einem nächsten Gespräch mit uns überzeugen konnten, was gut ist, weil wir auch natürlich auf diese Art und Weise
Personen also ansprechen können, die vielleicht nicht als allererstes denken, ich gehe zur BVG. Und das wollen wir auch für andere Gruppen machen. Da kommen wir jetzt zu dem Thema Vielfalt. Auch für andere Gruppen machen, die vielleicht auch nicht als erste drauf kommen, zur BVG zu gehen, weil auch die ja ein sehr tradiertes Unternehmen ist. Und wir haben ja Mitarbeiterkinder und Mitarbeiterenkel schon fast, also solche, die seit 3 oder 4 Generationen da sind. Und dann Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht in der ersten Generation hier sind, dazu zu bewegen, zu uns zu kommen, ist auch eine Herausforderung. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal ein bisschen über die Zukunft des Nahverkehrs sprechen. Sie wollen ja auch zusammenarbeiten mit dem Senat bis 2030 die Busflotte elektrifizieren. Sie haben schon einige Elektrobusse und man sieht immer mehr. Ich finde es schon sehr beeindruckend, wenn man hier in Berlin unterwegs ist. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Elektrobussen? Also wir sind ja, glaube ich, diejenigen, die Forschung und Entwicklung für die Republik an der Stelle machen. Also wir haben 140 Elektrobusse jetzt im Einsatz. Das ist das Äquivalent eines mittelgroßen Verkehrsunternehmens. Und allein daran kann man schon sehen, dass wir da wirklich Vorreiter sind. Und das natürlich sind die Erfahrungen Lernerfahrungen. Wir lernen über Reichweite, wir lernen über Linien, wir lernen über Wartung, wir lernen über Kälte. Und jede dieser Lernleistungen verarbeiten wir dann für die nächste Runde, dass wir optimieren können und dass wir damit auch in den Weiterentwicklungen und auch in unseren weiteren Bestellungen wahrscheinlich auch die qualifiziertesten sind, die mit den Anbietern auch reden können, weil 140 E-Busse ist echt mal eine Hausnummer. Und jetzt sind wir in der Ausschreibung für die nächsten 90. Damit sind wir dann nicht nur ein mittelgroßes Verkehrsunternehmen, was die Elektroflotte angeht, sondern das wird jetzt schon größer. Und so geht dann der Hochlauf und wir haben jetzt natürlich die nächsten Herausforderungen, weil wir natürlich auch unsere ganzen Werkstätten umbauen müssen. Die werden ja dann auch anders elektrifiziert sein. Also bislang sind die Buswerkstätten ja im Wesentlichen ausgerichtet auf fossile Energie. Und Elektro ist Elektro. Eigentlich weiß die Straßenbahn und die U-Bahn wahnsinnig viel über Elektro, aber der Bus halt noch nicht so viel. Und diese Wissenstransfer einerseits und andererseits Werkstattumbau wird nochmal eine große Herausforderung. Sie haben gesagt, Sie haben 90 Elektrobusse ausgeschrieben. Kriegen Sie die eigentlich aus Deutschland oder gibt's? Also es gab lange Diskussionen, dass die deutschen Hersteller da eigentlich nicht vorne dabei sind. Die Polen, die Chinesen bauen Elektrobusse. Hat sich das mittlerweile ein bisschen gelegt? Gibt's mehr Anbieter im Markt? Es gibt mehr Anbieter im Markt und wir versuchen jetzt auch im Rahmen dieser Ausschreibung zu schauen, ob wir deutsche Anbieter auch finden. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mitten in der Ausschreibung, ne, ist man halt einfach mitten in der Ausschreibung. Aber insgesamt ist die Situation, so wie Sie beschreiben, natürlich drastisch. Also es gibt einfach andere, die können das im Augenblick besser. Wir haben Solaris im Einsatz und wir haben mit Solaris quasi gelernt. Ich habe auch eine Lernreise nach China gemacht und war beeindruckt davon, in was für Zahlenwelten sich da die E-Bus-Flotten darstellen. Und wir würden uns wirklich auch sehr wünschen, dass das große Automobilland Deutschland auch bei den Nutzfahrzeugen da einen Quantensprung macht. Ist denn das Thema Elektrobusse eigentlich ein Thema, was man als Nahverkehr machen muss? Also man muss es machen, ja, aber ist das eine Technik, wo Sie sagen, da können wir tatsächlich so gut die Verbrenner, die Dieselbusse irgendwann mal ersetzen, dass man es gar nicht merkt? Oder glauben Sie, dass die Elektrobusse eigentlich immer noch so ein Kompromiss sind? Reichweite, Kälteprobleme, Wartung und so weiter. Also würden Sie sagen, das geht eigentlich irgendwann ohne Problem?
Also wir sind ja an der Stelle auch neben der Mobilitätswende einfach in einer Antriebswenden-Diskussion. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Elektrobusse zu nehmen, um unserem Auftrag CO2-Reduktion, Klimaneutralität Genüge zu tun. Also das müssen wir einfach tun. Und wir werden mit den Erfahrungen, die wir haben, dann über die Zeit besser. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren an Möglichkeiten da sind, wie wir es dann hinkriegen. Aber jetzt ist es die beste aller Wege, die wir machen können, um auch den Teil der Flotte, die bislang nicht elektrifiziert ist, zu elektrifizieren. Wie groß ist denn das Reichweitenproblem? Interessiert mich also auf kurzen Linien hin und zurück, kann man das sicherlich problemlos lösen. Aber gerade in Berlin fahren die Busse ja auch teilweise sehr, sehr lang, ne? Natürlich ist ist das eine Frage, wie organisiert man dann über die Zeit auch das Netz und welche Linien können und müssen wir umschneiden, um mit der jetzigen Reichweite umzugehen. Ich habe aber auch große Hoffnung darin, dass sich in der Zukunft auch das Reichweitenproblem reduziert. Also nun in der Richtung gibt es Möglichkeiten von Range-Extendern, die irgendetwas schaffen, so dass man dann zwischendrin laden kann oder ne, hast du nicht gesehen. Also der jetzige Punkt ist, wir stehen alle relativ am Anfang von Erkenntnisprozessen und das Gute am Menschen ist, der denkt einfach dann weiter und probiert weiter aus und erfährt dann auch mehr, was geht und was nicht geht. Und darauf bauen wir auch unsere gesamte Strategie auf, dass wir das immer besser machen können, gemeinsam mit den Herstellern, weil die ihrerseits auch eine Aufgabe haben, da immer besser zu werden. Frau Kreienkamp, ich danke ganz herzlich. Ich fand es sehr interessant und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schlesinger. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es wieder mit dem Podcast Chefgespräch der Wirtschaftswoche. Nächste Woche begrüßt Sie wieder Beat Balzli an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja.